Obertöne. Das ist also ganz, ganz wichtig, dass er da Kreativität auch nichts verbaut. Könnte man auch ein Ö anhängen, Lüppetrill? Das dann halt zum Beispiel, wenn du das schön kombinierst, ne, da hast du ja in dem Moment halt einen kurzen quasi Verschluss. Und dann machst du dann, nutzt du das halt, das E halt, um wieder dann in den Gang zu bringen. Ne, genauso kannst du das auch mal halt zum Beispiel bei dem Nick oder bei allem anderen machen. Nickende, verbindest du ja schon die einzelnen Schläge miteinander und so kannst du auch dann brauchst du, spielst du es halt nicht in Stopp, sondern legst dann halt Wert drauf, dass es halt läuft. Ne? Was kann man noch statt Lip, Lip und Lip? Na, da habt ihr dann den hohen Oberton dabei. Ja, nicht den hier. Na, sondern dann geht er hoch. Ne? Na, und dann kommt dann einen Oberton. Ja, genauso auf den Drill. Na, hat man das nicht letztes Mal gemacht, wo man halt alle vier verschiedenen Obertöne, einmal das E, einmal das Ö, einmal das A und das I, halt diskutiert haben. Genauso wie wir schon mal, glaube ich, auch halt eine Sache diskutiert haben, ist zum Beispiel halt, dass man halt eine Sache macht hinten auf dem Drum, also auch halt verschiedene Obertöne halt reinzukriegen, drum, dra, dreh, ne? Und eine Sache, die ich ja dann auch halt immer mache, das ist auch bei dem Klassiker von Elko, ne? Kommt euch bekannt vor, wie eben, ne? Dieses drum, ne? Deljum, drum, deljum, drum, deljum, drum, drum. Na, dann hat er also quasi zum Schluss beim dritten Mal die Verdopplung von dem Drum. Und dann gehen wir hin beim nächsten Umlauf und macht Deljum, Dra, Deljum, Dra, Deljum, Dra, Dra. Na, ziehen also das U auf dem A-Oberton. Ja.